Geht in Ordnung, Herr Renkert. Dieser Kontostand für Renkert. Moment. 56.923. Und das Limit? Ist 80.000. Fahren Sie in Urlaub? Nächste Woche, Freitag. Wo geht's denn hin? Weit weg. Nach Bangkok? Mit dem Sexbomber. Also was ihr immer gleich denkt. In Thailand, da gibt's Kunstschätze, die gibt's in ganz Asien nicht. Und die schönsten Tempel. Na dann, gute Reise, Herr Schröder. Wir haben den besten Platz erwischt. Man kann die Beine ausstrecken. Und hat den Notausgang direkt vor der Nase. Wenn es brennt, sind wir die Ersten auf der Rutsche. Bitte schön, Ihr Bier. Dankeschön. Sehr gut. Der schönste Platz ist immer an der Theke. เป็นรถที่ซื้อมาลูกก็เท่าไหร่เนี่ยสิบบาทจ้ะเออดีนี่แอลเข้ามาเนี่ยจริงเหรอพี่แอลมาหาเหรอไปกุ้งเป็นไงบ้างจ๊ะคิดถึงจังเลยซื้ออะไรฝากหนูบ้างฝากเต็มเลยที่มีของฝากกุ้งเต็มเลยนะจ้าขอได้เลยพี่มะลองนี่เดี๋ยวจะให้คุณดูโอ้ลูกพี่เหรอนี่แหละที่ทำงานพี่เหรอเนี่ยแล้วนี่ใครฝรั่งนี่ที่ไหนอ่ะก็เพื่อนพี่อ่ะหรอที่พัทยาเหรออ่าโอ้ยส Foto wird aber eine Wolke tolles Licht wollen Sie auch nach Pattaya ja 14 Tage ich habe eine Woche länger gebucht damit der Flug sich auch rentiert noch 10 Stunden übrigens ich heiße Olaf mein Name ist Schröder Erich Schröder Was ist denn da? Habe ich auch sowas? Exotisches Reich am Golf von Siam. Oh, kleine Länderkunde für Urlauber. Ah ja, das Wichtigste in Kürze. Der Kürze liegt die Würze. Also, das Wichtigste... Ist, was die Mädchen da kosten. Hier steht was über Buddha. Ja, ich soll auch einen Buddha mitbringen. Für meine Schwägerin, 20 cm für die Schrankwand. Also Buddha lehrt, dass alles Leben stirbt, um danach wiedergeboren zu werden.
Und weil jede Wiedergeburt mit immer neuen Leiden belastet ist, kann es nichts Schöneres geben, als endlich ans Ende zu gelangen und nicht mehr geboren zu werden. Dieses Ende ist das Nirvana, das Nichts. Darum kommen die auch zu nichts. Da können wir Geld reinpumpen, so viel wir wollen. Das Hotel ist in Ordnung. Das wird sich herausstellen. Hat 3 Sterne. Wolltest du auch im Haupthaus? Ich hab den Bungalow gebucht. Na ja, statt im Katalog, habe ich gelesen. Strohdach. Kostet ein paar hundert Marginia. Hast du wenigstens eine Dusche? Ja, und Klimaanlage. Propeller über dem Bett. Das reicht. Du wirst dich noch wundern, das ist eine Bullenhitze. 33 Grad und mehr. Und in Frankfurt? 3 Grad minus. Ich habe Aircondition. Zimmer mit Balkon, Meerblick. Also, wenn ich in Urlaub fahre, brauche ich Komfort. Den habe ich zu Hause. Hast du auch recht. Beruflich? Ich bin angestellt bei einer Bank. Also ich habe all meine Schecks in Dollar umgetauscht. D-Mark ist doch viel günstiger. Der eine sagt dies, der andere sagt das. Also, der Kurs Bad D-Mark war gestern 11, Dollar D-Mark 2,50, das macht bei zweimal wechseln 5 D-Mark Verlust auf 100. Das regt mich nicht auf, weißt du. Im Urlaub regt mich überhaupt nichts auf. Ich lasse es kommen, wie es kommt. Keine schlechte Einstellung. Das habe ich zu Hause gelohnt. Meine Damen und Herren, wir sind jetzt über dem Persischen Golf. Unsere Flughöhe beträgt 10.700 Meter. Am Horizont die Küste von Saudi-Arabien. Da sitzt es der Wüstenscheich in seinem Harem und treibt die Benzinpreise in die Höhe. Im Harem sitzen heute die Eunuchen. Die Lieblingsfrau des Sultans ist entflohen. Wann wir, please. Meine Damen und Herren, unsere Fluggeschwindigkeit ist 860 Stundenkilometer. Nachdem wir die Ostküste von Indien verlassen und den Golf von Bengalen überquert haben, gehen wir jetzt auf direktem Kurs nach Bangkok. Dort werden wir in 70 Minuten landen. Thank you.
Also die 5 hier. Doch nicht hier Geld wechseln. Was ist nun schon wieder los? Das Hotel kassiert eine Provision zusätzlich. Also welchen Kommando zurück? Ich wechsle nur $200. Dafür gibst du mir Bar, ja? Okay. Ich will das Handgeld haben. Mhm. Wie ist denn dein Bungalow? Schön. Das Hotel ist überhaupt in Ordnung. Kann man nichts gegen sagen. Altindisch. Mhm. Kolonialstil. 4.930. Danke, danke. Thailand war nie Kolonie. Wo ist denn das wirklich? Steht alles im Reiseführer. Ich weiß, das Wichtigste in Kürze. Kurzum, wir sind oben. Dankeschön nochmal. Und die sind unten. Das ist doch alles hier dritte Welt. Die Welt dreht sich. Hast du recht. Eines Tages sind die oben und wir müssen buckeln. Ah, so eine Reise, das ist schon was. Da kriegst du einen echten Durchblick. Und zum Tempel Wat Pho. Ich komme noch darauf zurück. Ganz richtig, Mädchen. 2 Bier, aber kalt. Das ist ein bisschen zu bitter. Ah, stimmt. Manchmal auch ein bisschen kalt, Herr Lenze. Aber jetzt fantastisch. Super, Junge. Hallo, where are you coming from? Germany? Frankfurt? Ganz richtig, Mädchen. Frankfurt, Flughafen, Airport. Verstehst du mich? Ich spreche Deutsch. Hey. Guten Tag. Hm? Langsam, langsam. Nix langsam, langsam. In Germany Tempo, Tempo. Nicht wie bei euch. Komme ich heute, nicht komme ich morgen. Mensch, Maje. Hast du das gehört? Die Kleine ist perfekt. Geh mal, geh mal. Das hättest du wohl gerne. Was hast du denn sonst noch auf Lager? Die Deutschen haben eine Meise. Eine Meise? Und ihr habt alle auch einen Vogel. Und wir für ihn. Ja, wollen wir. Beim Thai-Boxen ist alles erlaubt. Fußtritte, Tiefschläge, ein brutaler Sport. Aber auch elegant. Das geht zurück auf ein altes Ritual. Die treten sich vor einen Sack und wer dem anderen die Eier zerquetscht, ist Sieger. Das ist doch alles bloß Schau. Catch as catch can. Verstehst? Wir haben keine Kultur. Was schon rausgekriegt, was die Mädchen hier kosten, wird der Experte für sollen haben. Also wenn Sie darauf aus sind. Das wollen wir auch wieder nicht. Das können Sie doch in Frankfurt viel billiger haben. Allein die Flugkosten. Rechnen Sie doch mal aus. Unterm Strich. Auf dem Strich. Da, Mädchen, hast du noch einen Zehner drauf. Trinkgeld. Seid ja doch alles arme Hühner. Thank you. Das heißt danke. Sag mal danke. Danke. Sie brauchen erstmal eine richtige Schulbildung. Damit fängt's an. Wenn die Schule aus ist, gehen die das Tingeln. Nutten sind das, alles Nutten. Die wollen nicht arbeiten, die wollen tingeln. Ich will mal eins sagen, denen fehlt die richtige Einstellung. Hier fehlt was ganz anderes. Hier fehlt die Industrie. Quatsch, die brauchen keine Industrie, die brauchen Landwirtschaft. Reis, Ananas. Das muss in Schuss kommen, das ist die Basis. Darauf müssen die aufbauen. Nur so kommen die hoch. Also, ich fange an. Stop, stop, mister. Not allowed to make a picture inside. Sorry, das habe ich nicht gewusst. Give me the film. No. Give me the film. Das geht nicht. Da sind noch 30 andere Bilder drauf. My family. Come here. Give me the film. Take off. Au! Give me the film. Hi, Spitze heute. Bring mir noch ein Bier. Du hast mir Glück gebracht.
Dafür lernst du jetzt Deutsch. Deutsch? Das heißt nicht Deutsch, das heißt Deutsch. Deutsch. Hm? Machen wir jetzt weiter oder willst du mit dem Mädchen quatschen? Und jetzt sag mal, Arschloch. Arschloch. Die Kleine ist cool. Die nehme ich nachher mit aufs Zimmer. Sehr gut. 20 Piepen für die Barauslösung und 60 für die Nacht. Mädchen, du bist reserviert. Und jetzt zisch ab und hol mir mal ein Bier. Ein Bier? Pass mal. Bier heißt auf Deutsch wie auf Englisch genau gleich Bier. Weil es nämlich ein deutsches Getränk ist. Hopfen und Malz. Jawohl, Gott erhalt's. Und One Bier heißt ein Bier. Also, eins, zwei, drei. Ein, zwei, drei. Jawohl. Sag mal, Xuffer. Bring mir das Mädchen nicht ganz durcheinander. Dein Bayerisch doch jetzt total unwichtig. Die Zahlen sind wichtig. Die muss sie zuerst lernen. Damit die Kasse stimmt. Genau. Erst das Geld, dann das Vergnügen. Ah ja. Sag mal, Vergnügen. Vergnügen. Sehr. Hör doch endlich auf mit deinem Deutsch. Die muss Englisch lernen. Da hast du recht, das ist international. Mädchen, du musst Englisch lernen. One Beer kannst du schon, Thank you weißt du auch. Und jetzt kommt das kleine Wörtchen Liebe. Da bist du der Richtige. Pass auf, komm. Wenn wir ins Bett gehen, dann machen wir Liebe. We make love. Love. Elle, erklär doch mal der Kungerfeier, was Love ist. Kungerfeier, gerne. One Cola, please. Hallo, können Sie bitte ein Foto von uns machen? Ja, mache ich. Damit ich auch mal drauf bin. Hier ist der Auslöser. Ja, und Entfernung und Belichtung? Ist alles eingestellt. Spielen wir jetzt oder nicht? Keine Hektik. Wir sind hier in Asien, nicht in Düsseldorf. So, bitte recht freundlich. Moment. Mutter. Dann haben wir noch im Programm einen Ausflug zu den originalen Thai-Tänzen. Wir fahren zu einem Dorffest, das extra für Sie veranstaltet wird. Das Dorf ist noch ganz ursprünglich vom Tourismus völlig unberührt. Unsere Gäste waren jedes Mal begeistert. Thailand ist das Land der Tanzkunst. Man tanzt hier mit den Fingern, mit der Hand, mit dem Arm. Die Sprache der Hände. Apropos Hände, die europäische Sitte, dass man sich mit Handschlag begrüßt und verabschiedet, müssen Sie vergessen. Also keine Hände schütteln. Das kann sogar beleidigen. Andere Völker, andere Sitten. Komm, kannst du auch so tanzen? Hm? Lam, ja? Ja, so? Lam. Tanzen? Lam, da, da, mein Mann. Wer ist hier home? Papa, Mama. Papa, Mama. Wo bist du zu Hause? Papa, Mama. Haus im Wasser? Like that, Haus im Wasser.
Papa, Mama, Haus im Wasser? Bahn. Oh, Bahn, sieh mal. Bahn, Gung. Mehr, Milia. Papa und Mama leben da? Mhm. Kung, wir fahren zu Papa, Mama von Kung. Ich fotografiere ein Haus im Wasser. Okay? Bei Thailob, la. Ich lebe bei Thailob. Die Bahn, Papa, Mama, Kung. Ja, ja, ich fotografieren, okay? Okay. Hallo, grüß dich. Von mir. Das wird jetzt meine Stammkneipe. Hey Mädchen, mach doch ein bisschen Musik, hm? So, nochmal. Kung Chao, go home. Is that your father? Uncle, give me 200 baht, please. Two. Hast du mitgekriegt, was da gelaufen ist? Ich bin doch nicht blind. Die Kung soll nach Hause kommen. Genau. Der Schröder hat sich freigekauft. Jetzt hat er das Girl das auch richtig auf den Trip gebracht, der feine Erich. Kung Tong Kap Ban. Elefanten sind intelligent. Da kannst du nur staunen. Die haben ein Gedächtnis. Und ein dickes Fell. Da war mal ein Tierpfleger bei Hagenbeck. Der hat seinen Elefanten besucht. Nach 20 Jahren. Der hat ihn wiedererkannt. Ehrlich? Nach 20 Jahren. Der hat trompetet vor Freude. Das sind Tiere. Aber die sterben aus. Der ganze Globus ist verdreckt. Fertig? Wart, bleib oben, ich mach noch eins. So, jetzt kannst du runterkommen. Das Foto kannst du einrahmen lassen. Wenn meine Urenkel das Foto sehen, dann werden sie sagen, der alte Olaf ist noch auf dem richtigen Elefanten geritten. Ausgestopft war der, werden sie sagen, oder aus Plastik. Was wir hier erleben, das glaubt uns zu Hause sowieso keiner. Das muss man mitgemacht haben. Echt schön. Hey, wackel nicht so. Mein lieber Schwan. Da, Papa, Mama? Nicht sei. Mein Papa, Mama, Kung, Jung, nein. Leute, wie? อีลิก ฟังนะ อีลิก รออยู่ที่นี่ กุ้ง ไปที่บ้าน ป้าป้ามาม่า ไปแต่เดี๋ยวนึง อีก ชั่วโมงนึง กุ้ง กลับมา Was? Ich soll hier eine Stunde warten? Nein, nein, ich fahr mit, das haben wir doch abgemacht. Ich fotografiere das Haus von Papa Mama von Kung. ไม่ได้ กุ้ง ไปธุระก่อน กลับมา กลับมาด้วยกัน ไป Hello.
Thai-Whisky. Der Konge für Jellag. Hey, Kung, bist du verrückt? Das sind 85 Baht. Sie gehen gerade bei dem Jungen mag, la. Kung, wir ja, hier gehen in der Jungen mal, ja, sie, ne? Ach Mensch, Kung. Badeanzug aus Bangkok. Immer Bakung, wa? Ach so, ehe ich's vergesse. Hier dein Geld für 2 Tage und 2 Nächte. Du Buddha? Buddha? Wir? Christus. Moslem? So. Ah, Muslim. Muslim, nicht Thai. Muslim. Erik, Christus. Komm, wenn du tot bist. Tot, kaputt, kaputt. Dai. Mhm. Dai, la. Mhm. Dai. Dann Kung Buddha. Seelenwanderung. Seelenwanderung. Kung, dann eine Blume. Dag mai. Mhm. Oder ein Fisch. Blub, 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 blub. Bla, schon. Mhm. Bla. Mhm. Oder ein Hase. Getai. Getai. Oder ein Schmetterling. Schmetterling. Pisse. Schmetterling. Pisse. Und du? Was willst du sein? Du. Gung. Ja. Ah. Gung. Tai. Gung ben. Nok. Gung yak ben. Nok. Ein Vogel. Ne. Kon. Kon Thai. Wai pra.
Ehre. Christus, Liebe. Nein, so doch nicht, Kung. Das hast du falsch verstanden. Christus, verstehst du, das ist die andere Liebe. Das hat mit Sex nichts zu tun. Das ist die höhere Liebe. Liebe. Warum? Alle Boote blauer. Doch, Mai. Ja. Auch haben allein, la. Doch, Mai. Auch bei, wei. Ra. Hey, schau, komm, Kong, lau. Wela, die Lüe, Lan. Man klong, kling. Lau, mi, Fun. Fun, Tok, Long, Ma. Mi, Lom, Pat. Lau, Gop, Glua. เอาดอกไม้ไหว้พระให้หายกลัวนี่ไงเกาะที่อิริอยากไปWo ist deine Schwester, die Kung? She has a friend. Ich bin ihr Freund, sag ihr das. Soll heute Abend kommen, Punkt 18 Uhr. Ich gebe ihr 100 Baht mehr als dieser Foto, Heini. Tiger is not butterfly. Warte mal. Schmetterling. Butterfly. Jeder Tag mit dir war schön. I am your friend, not Kung. So geht das nicht, wie du denkst. Sag deiner Schwester, sie soll kommen. Kung, wo ist eigentlich dein Badeanzug, den ich dir aus Bangkok mitgebracht habe? Dein Swimmingdress. Oh, zu beinahe. Hier nie ein. Sag mal, Kung, du erkältest dich hier. Naja, ich gehe jetzt mal die Insel erkunden. Mache einen Vorstoß ins Landesinnere. Kommst du mit? Erik, der kommt hin, mein Gott, oder? Ja. Kommt er nicht rein, ne? Ngu, ja. Ngu, ja. Ngu, ja, ngu, gab. Ja, ngu, gab. Schlangen? Ngu, ja, ngu, gab. Na gut. Okay. Er macht jetzt Aktfotos von meinem Girl. Sucht halt eine andere. Warte mal ab. Das Mädchen spanne ich ihm aus. Alles nur eine Preisfrage. Seine Fotomotive sind Buddha-Tempel, hat er mir gesagt. Und exotische Landschaften. Weiberarsch ist auch eine Landschaft. Wenn du drauf haust, fängt die Landschaft an zu hopsen. Die Weiber muss man verdreschen, dann parieren sie. Alles Huren. Wenn die nicht merken, wer der Chef ist, dann tanzen sie auf der Nase rum und ziehen das Geld aus der Tasche. Überall so auf der Welt. Ich kenne die Welt. Wenn das Mädchen verstehen würde. Ja, die Kung. Wenn die verstehen würde, was du so daherredest. Die sollen Deutsch lernen, sag ich doch immer. Nicht mal mit der Feuerzange wird's dich anfassen. Wieso? Ich möchte wissen,
was die Kung denkt, was sie empfindet. Ist doch klar. Du steigst nicht durch. Was ist mit dir los? Ich sag bloß eins. Asien. เฮ้ยของเขาอ่ะรถของเขาของเธอได้ยังไงฉันซื้อมาเมื่อวานเธอหาในกระเป๋าฉันดูสินะเห็นไหมจะมีเงินนี้จะไปตลาดเหรอจะไปตลาดนะจะไปซื้ออะไรไม่มีตังค์ฝากซื้อด้วยฝากเอาตังค์ให้ซื้ออะไรอยากซื้ออะไรซื้อให้ยืมSo here, für dich. Kauf dir eine Kette oder ein Kleid oder irgendwas. Bist du krank? Du hast ja Fieber. Jetzt hast du dich erkältet. Siehste, ich hab dir ja gleich gesagt, man badet nicht im Kleid. Und hinterher mit den nassen Klamotten im Wind. Jetzt hast du die Grippe. Asiatische Grippe. Pass auf, wenn es morgen nicht besser ist, dann gehst du zum Doktor. Ich geb dir Medizin. So. Du musst doch gesund werden, Kung. Na also, ist doch gar nicht so schlimm. So, und jetzt heute Abend nochmal zwei und tomorrow zwei, ja? Come in. Deinen Brief. Ich schick dir die Fotos. Ich komm wieder. Gummi, ja, ich bin bei dir. Gummi, ich bin bei dir. Wer ist Kung? Das bin der Moment vor. Jetzt gehen wir in meine Ruhe. We make love. Na, wie war's denn im Urlaub, Herr Schröder? Und das Wetter?
Und wie war das Essen? Gut erholt sehen Sie aus. Man kann Sie ja direkt beneiden.